geht ab, meine lieben Freunde, Ian hier und herzlich willkommen zum 6. Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, in der letzten Folge haben wir hier aufgehört, als wir da runtergesprungen sind und das Tor geöffnet haben. Elena ist schon mit dem Speedboard hier vorbeigekommen. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt. Und es haben mir viele in die Kommentare geschrieben, du kannst auch mit L2 und R2 schießen. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ich hätte in der letzten Folge einfach diese ganzen Kisten da abballern können. Dann würde ich sagen, machen wir heute auch direkt weiter. Und ich habe das Video heute mal in einer bisschen besseren Qualität gerannt. Ich hoffe, das fällt euch auch auf, dass die Videoqualität besser geworden ist. Nur mein PC ist halt nicht der beste, das wisst ihr auch, meine Internetleitung auch nicht. Aber ich habe das Video jetzt für euch vorproduziert. Also heute bei mir ist jetzt quasi jetzt Freitag und das Video kommt heute am Samstag, also habe ich für euch vorproduziert, damit das Video auch eine schöne Qualität hat. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt. So, ab geht die Post. Jetzt können wir hier fahren. Oh, da sind schon Gegner. Bam. Hier ist eine geile Waffe, die Elena am Start. Guck mal hier. Bam, Junge. Die fickt die ja alle weg, Junge. Komm, weiter, weiter, weiter. Zieh durch. Da hinten. Boah. Mal gleichzeitig fahren und... Guck mal, man kann die einfach alle kaputtballern. Das wusste ich gar nicht. Guck mal, wie easy das ist, Alter. Oha. Na, wir müssen noch ein bisschen auf unser Leben aufpassen, Freunde. Ja, das ist nicht so einfach. Also gleichzeitig fahren und schießen ist, glaube ich, unmöglich. Warte. Bam. Wir müssen uns aber trotzdem ein bisschen bewegen hier. Mach die Kisten hier frei. Schön. Boah, wie diese Explosionen aussehen. Richtig geil, man. 6 FPS. Aber hier waren wir... Ne, bei der letzten Folge waren wir ja noch nicht gewesen. Bam. So, schnell rechts, schnell rechts. Wir müssen ja nicht immer alle töten. Oha. Ich glaube, jetzt haben wir die Arschkarte. Wow. Was geht denn hier ab? Ey. Alter. Krass, Mann. Die... Junge. Das ist ja richtig schwierig, Alter. So, Versuch Nummer 2, Alter. Komm schon, jetzt packen wir es, Alter. Wir müssen auf jeden Fall, ich würde sagen, erstmal alle Gegner in dem Bereich töten und danach erst weiterfahren, würde ich sagen. So, danach erstmal schön hier alle Kisten kaputt und warten immer, bis unser Leben so ein bisschen auffällt. Da ist der Nächste. Ich muss das ein bisschen taktisch schlauer machen, als wir es vorhin gemacht haben, wo wir gestorben sind, also gerade. So, oha, da ballert jemand zum Beispiel. Wo kommt der her? Ah, der ist, glaube ich, runtergefallen. Auf jeden Fall müssen wir auf diesen Sniper... Da war doch irgendwo ein Sniper, oder nicht? Da, da, Junge, richtig krasses Gewehr, Mann. Egal, kriegen wir es alle locker runter, zack. So, wo kommen die Schüsse her? Tipp, schießen sie auf das Gewinde, okay. Warum sitzen die uns, Alter? Das ist der Ernst? Schießen sie auf das Gewinde, Alter. Okay, komm, perfekt, jetzt geht das Ding ja hoch. Ah, da ist schon direkt der Ort, wo wir raus können, optimal. So, komm schon, ja. Zack, hui! Du musst diesen Tom weiter. Erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Boah, die Musik. Komm, Freunde, jetzt wird rasiert. Bam, Headshot. Zack. Weiter, weiter, weiter. Kommen alle her. Ich glaube, für die Map ist wirklich die Mos Khalifa gut geachtet. Mos Khalifa, ich komme mit Wiz Khalifa. So, schön schwimmen. Schwimmen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Ah, wir können uns hier so anlehnen. Das ist gut, das ist sehr gut. So, kommt alle her. Oh, shit. Lehn dich an, Digga. So. Oh, fuck, Alter. Unser Leben. Aber rechts und links ist niemand. Wir müssen jetzt mal kurz warten, bis das Leben ein bisschen auflädt. Aber dafür, dass es normal ist, ist es ziemlich schwierig, muss ich sagen. Muss ich mal wieder ein bisschen hier einspielen, Alter. Ah, die sollen am besten direkt vor unserer Fresse kommen. Shit, nur noch einen Schuss. Hier. Der stirbt nicht. Egal, ich benutze einfach die Uzi und bumsen die alle weg. Scheiße. Man kann auch so schießen. Oh, fuck. Wir haben einfach gar keine Munition mehr. Egal, gibt es eine Granate. Ich würde sagen, die werfen einfach dahin. Die könnte gut kommen. Die können sehr gut kommen, Alter. Ja. Leider nur einen bekommen. Ja, wir gehen mal weiter an den nächsten Posten hier. Nehmen Munition auf. So. Bam, habe ich. Headshot habe ich. Optimal. Da hinten. Ah, die Uzi ist eigentlich richtig geil, Freunde. Die geht unnormal ab. Fuck, keine Munition mehr. Uiuiui. Oh, jetzt haben wir die AK. Jetzt wird rasiert mit der AK-47 in deiner... Bam, Junge, in deinen Birnen rein, Peter. Mach, komm mal runter, ey. So. Jetzt können wir schon direkt hier weiterlegen, Freunde. Wir müssen nur schauen, wo es jetzt hier weitergehen könnte. Also hier geht es auf jeden Fall, denke ich mal, hoch. Nee. Scheiße, richtiger Rille, Peter. Nee, Mann, hier wird es nicht hochgehen. Es muss einen anderen Weg geben. Ich denke mal, wir müssen irgendwie wieder auf diese Dinger hier hoch. Also... Hier kommt er auf jeden Fall ohne Probleme hoch, das weiß ich. Also wenn er das nicht schafft, das ist dann der Nathan Drake, habe ich doch gesagt, ohne Probleme. So, jetzt können wir dahin springen. Alles klar, muss ich noch ein bisschen rätseln. Eieiei. Komm, das schaffst du. So, jetzt schauen wir uns erstmal in Ruhe um. Also wir könnten da lang gehen, da durch. Ne, da lang wird es nicht. Oder doch, da können wir auch lang gehen. Ah, jetzt müssen wir ein bisschen rätseln und schauen. Sagen wir, springen erstmal hier hin. Ich denke mal nicht, dass es... Ne, da wird es, glaube ich, nicht weitergehen. Das ist, glaube ich, extra so gemacht, dass wir jetzt hier lang müssen. Jetzt einfach von hier abspringen nach da drüben. Optimal. So. Und jetzt... Komm, Nathan, spring! Perfekt. Oha.
Sind schon direkt Gegner. Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße, ich muss jetzt irgendwie erstmal hier runterkommen. Die Frage ist, wie? Ja, einfach so. Habt ihr gesehen, springt einfach runter. Was der mit der Scheiß... Alter, wie, der schluckt ja richtig viel. Mit seiner scheiß Pumpgun. Ich habe immer noch die AK zum Glück. Was denkt der denn sich da, dass ich den nicht sehe, oder was? Du bist nicht Harry Potter mit dem unsichtbaren Tarnmantel, Alter. Los geht's. Da hinten. Alter, richtige Ballerei in den letzten Levels, Alter. Aber jetzt mal wenigstens ein bisschen Action am Start. Das Spiel hat viele Passagen. Ich finde, das ist richtig geil. So, mal Action, mal, dass man mehr klettern muss. Oha, oha. Oh mein Gott, das war der... Ja, bitte, lad 120 Stunden nach. Bitte. Digga. Alter, der hat uns fast gebumst. Fast. Alter, der hat diese krasseste Waffe überhaupt. Die müssen uns auf jeden Fall holen, Mann. Die ist richtig heftig. Der hat uns fast gerade getötet. Habt ihr es gesehen? Scheiße, Alter. Komm, weiter, weiter. Irgendwie. Komm, nächste Deckung am Start. Wir brauchen diese krasse Waffe. Alter, unser Leben geht irgendwie voll schnell. Wer kann das sein? Ey, jetzt geht er da. Ja, guck mal, der ist richtig motiviert. Will er stürmen. Verpiss dich. Bam, bam. Pistole finde ich eigentlich auch richtig... Boah, fuck, man will die mein Leben einfach bumsen, ne? Scheiße. Warte, eins. Komm, Freunde, auf drei. Eins, zwei, drei. Komm. Ja, geil, habe ich nur einen Schuss. Oh, cool, eine Granate. Ja, die wird euch auch nicht viel bringen. Headshot. Hey. Ey, ich hab doch auf seinen Kopf gezielt. So. Der ist ja richtig motiviert, der Pisser hier. Der kriegt den... Ey, will er mich verarschen? Ich gehe nach links. Der... Hier, Alter, nimm das. Alter, jetzt stürme ich ein bisschen, Freunde. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's. Nimm ich die AK. Wahrscheinlich eh der Letzte. Komm, no risk, no fun. Bam, bam, bam. Hier, nimm das. Ja, das war der Letzte zum... Oh, 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 jetzt kommt... Oha. Oh, fuck, falsche Waffe. Da oben ist nämlich diese geile Waffe. Die wollte ich mir eigentlich holen. Guck mal, der braucht wieder 120 Jahre zum Nachladen. Gibt's hier nicht Fingerfertigkeit Probe bei COD? Hier. Das wird dir wehtun. So. Das haben wir alle bekommen. Freunde, ich würde sagen, wir nehmen mal genug Munition mit, damit wir nicht gleich einfach leer dastehen. Ja, die Moskaliber, die ist gut. Zack. Perfekt. So sollte es passen. Da drüben ist der. Oh, hier drüben ist der. Oha. Ey. Da ist der. Der ist ja richtig motiviert. Oha. Von bei. Ich würde sagen. Der. Digga, box sie kaputt. Bam, bam, bam. Schön. Deckung. Junge, Alter, wir sind fast wieder draufgegangen. Hier. Warte. Ah, hier, du Pisser, Alter. Geh fliegen. So. Das haben wir alle bekommen, Freunde. Nur was soll das denn für ein leerer Raum sein? Was soll er darstellen? Ich glaube, hier geht es auf keinen Fall weiter. Das ist, glaube ich, nur so ein kleiner Unterschlupf, wo die alle waren. Aber wo kamen die denn hier? Haben die einfach alle hier gechillt, oder was? Oh, hier gibt es noch einen Weg. Hä? Aber nirgendwo scheint es hier weiterzugehen. Hm, dann müssen wir mal rausgehen und hier schauen. Ah, ich wollte ja eigentlich die geile Waffe da von dem Typen mitnehmen, aber... Ja, wenn wir die mitnehmen, dann haben wir vielleicht drei Schüsse damit. Ja, das ist die hier. Ja, siehst du, drei Schüsse, genau. Ah, wir könnten da hoch. Ja, das probieren wir mal, würde ich sagen. Wir gehen mal einfach hier lang. Ist ja sogar auch noch so eine Kiste. Ah, ist eine Munitionskiste mit vielen Sachen. Nee, hier wird es, glaube ich, nicht weitergehen, oder? Nee, auf keinen Fall. Na, was sagt ihr, Freunde? Seht ihr irgendwo was? Weil manchmal bin ich etwas blind. Das kennt ihr ja noch vom Ernie, Alter, dass ich manchmal ein bisschen blind bin. Aber nee, hier wird es auf keinen Fall weitergehen. Das kann nicht hier weitergehen. Das ist unmöglich. Wo soll es denn hier weitergehen? Guck mal, die Tür ist rechts, links zu. Na, hier ist nicht mal eine Tür. Vielleicht kann man die ja öffnen. Ich weiß es nicht. Nee, kann man nicht. Jetzt müssen wir uns ein bisschen umschauen. Okay, jetzt schaue ich mich mal hier in Ruhe um. Also, seht ihr irgendwas hier? Also, hier ist einfach nur ein leerer Raum. Alles klar, man kann da höchstens... Vielleicht kann er die Säule hochklettern. Naja, es ist auch nicht so ein Tarzan, der Nathan Drake. Deshalb da. Da geht's hoch. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Später. Oh. Ah, da ist sogar so ein Seil. Perfekt. Das habe ich gar nicht gesehen. Man muss hier wirklich... Oh. Ah. Okay. Ach so. Man muss das hier bewegen. Na, jetzt verstehe ich. Okay, jetzt können wir hier einfach nämlich hochklettern und nach links rüberspringen. Alles klar, man muss nur genau hingucken bei dem Spiel, Freunde. Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr einen Qualitätsunterschied merkt, dass die Qualität ein bisschen besser geworden ist. Die meisten von euch schauen ja am Handy, das weiß ich ja auch. Aber schreibt es mal trotzdem in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ne. Geil. Moment, seht ihr? Ah, da, da, da. Ganz ruhig, Ernie. Zack. Hoch.
Junge, Junge, darf man bloß nicht falsch hinspringen, sonst ist man direkt unten am Boden, Alter. Platt wie eine Holunder, ey. Richtiger Holunder, Peter, komm mal runter, was? Ich habe mich ein bisschen erkältet, Freunde, Alter. Voll die Halsschmerzen bekommen. Also noch nicht so stark. Aber, ja, ich hoffe, das wird ein bisschen besser werden, ey. Ja, geil. Guck mal, unser Fehler. Wir hätten das zuerst drehen müssen, da. Geil. Jetzt können wir nicht da lang, weil die scheiß verdammte Kette nach links ist und wir müssen nach rechts. Cool. Ich würde sagen... Oh, schafft er? Ja, Mann, der schafft das. Ah, perfekt. Jetzt können wir nämlich hier hoch und das Ganze hier noch drehen. Und jetzt kommt die Kette wieder nach links, dann können wir hoch. Ganz easy. Einfach logisches Denken. So, optimal. Und jetzt, Digga... Ah, jetzt können wir nicht mal hinspringen. Warte mal, jetzt müssen wir einfach über die Bande da hingehen. Das geht da ganz locker easy. Das schafft er, der Nathan. Spring! Ey, der ist doch manchmal so dumm, ne? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich von der Klippe da abspringen. Ah, egal, komm, das machen wir jetzt wieder ganz schnell. Zack. Jetzt wieder links und dann wieder runter und dann hoch. Also Uncharted ist momentan so eines der Spiele, die mir am meisten Spaß machen. Vor allem, weil es auch, wie gesagt, meine Kindheit war. Und wenn man dann das Spiel wieder spielt, das ist einfach dann Gänsehaut pur, wenn man sich nur so an Momente erinnert von damals. Das ist schon geil, muss ich wirklich zugeben, Freunde. Deshalb ist das momentan wirklich eins meiner Lieblingsspiele. Das macht mir einen haufenweise Spaß, Alter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Alter. Richtig geil. Also nach Until Dawn auf jeden Fall jetzt das nächste geile Spiel. Oha. Aber für den Spaß, die hätten wir eigentlich keine Munition verschwenden. Die hätten wir auch einfach boxen können. So, jetzt geht's hier hoch, Alter. Ja, wo sind wir denn hier? Ah, das ist eine schöne... Ah, da ist ja der Turm. Müssen wir da hin, Freunde. Lass mich rein. Ah, da ist die Tür. Jetzt müssen wir Elena die Türe aufmachen. Geil, geht die nur von aus. Die hätten nur einfach die Türe wegsprengen können, oder? Dann schießt du einfach mal. Ah, die war von innen abgeschlossen. Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Kapitel Nummer 10, Freunde. Juwelinen besetzen Goldbrosche. Habt ihr das Zollhaus, okay. Jetzt geht's weiter hier mit dem Zollhaus. So. Alles klar, jetzt geht's ja schon direkt weiter. Optimal. Die Waffe, würde ich sagen, verschwenden wir nicht. Boah, was ist man denn hier, Alter? Was ist denn da drinnen für ein Raum? Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, dass hier keine Gegner sind, oder? Nee, sind keine. Elena, komm runter. Also ohne Spaß, wenn ich der wäre, ich würde die einfach jetzt einfach mal knallen, oder? Also, das ist doch perfekt für so ein Abenteuer. Seid mal ehrlich, oder nicht? Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Oha. Wow. El Dorado. Das ist El Dorado. Das Ding sieht unheimlich aus. Ist aber auch unheimlich viel wert. Badum! Danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich habe ihn quasi geerbt. Sic Parvis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Die kommt schon immer näher. Genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Ja. Perfekt, Alter. Jetzt geht's doch direkt weiter. So. Okay, die Tür ist zu. Wo geht's jetzt weiter? Die Treppen hoch oder was? So, morgen geht's dann wieder weiter mit Until Dawn, Freunde, also am Sonntag. Da muss ich jetzt ja die Kapitel nachspielen, Alter. Voll der Dreck, dass das nicht übernommen wurde, bevor. Hat, ey, ich schwöre, der, ohne Witz, der hat mich mega, ey, wie viel Leben der schluckt. Ey, wie viel hat der denn geschluckt, Alter? Mehr als eine Cracknutte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, ich wette, mit so
die Waffe reinballern, Alter. Ohne Witz. Die wird, der wird wegsprengen, Alter. Wie viel hat er denn geschluckt, der Pisser? Guck mal jetzt. Hier, Alter. Wuhu. So. Er ist hier drüben. Warte mal. Komm, wir nehmen einfach die Waffe. Wir haben ja eh nur 3 Schuss mit der. Ich würde sagen, jetzt genau dahin. Jetzt nehmen wir die Moskaliba. Warum jetzt kannst du direkt weitergehen. Alter, da. Okay, wir dürfen hier nicht zu schnell vorgehen. Alter, der Typ hat hier eine krasse Waffe am Start. Alter, was haben die alle für krasse Waffen hier am Start? Warte, den muss ich mir jetzt irgendwie holen da oben. Ah, da oben ist auch noch einer. Alter, mein Trommelfell platzt gleich von diesem Piep. Hört ihr diese Pieptöne? Ich bin fast tot, Alter. Junge, Junge, das Spiel ist ja gar nicht mal so einfach, wie man denkt, Freunde. Ich meine, der... Ey, der geht mir jetzt übertrieben auf den Sack. Wo ist er? Da. Hier. Du Pisser. Warte, den hole ich mir. Hier. So. Oh, neues Spielzeug. Ist denn irgendwo ein Gegner? Nein. Boah, Junge, Junge, Alter. Ja, auf diese Gegner muss man echt verdammt aufpassen mit den Waffen, ja? Ich muss Elena durchziehen, glaube ich. Elena, zieh doch durch. Oha. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz da lang, weil da ist ja auch noch ein Weg. So. Vielleicht gibt es ja irgendwo. Ah, wir wollen ja nicht die Schätze suchen, Freunde. Das wäre unnötig. Das brauchen wir ja nicht. Hier liegt. Guck, habe ich doch gesagt. Guck mal, es ist typisch Merkmal, dass hier so ein Schatz versteckt ist. Aber die wollen wir ja nicht sammeln. Das ist ja jetzt nicht sowas wie bei Until Dawn Totems oder sowas oder wichtige Hinweise, die man bräuchte. Das sind einfach nur so Sachen, damit man eine Trophäe bekommt. Und das ist auf jeden Fall jetzt nicht brauchbar, würde ich sagen. Also wir konzentrieren uns einfach nur auf die Hauptstory, weil das ist ja auch das Ziel vom Spiel, dass man die Hauptstory durchzockt. Guck mal, jetzt diese Aussicht hier. Traumhaft. Alter. Oh, ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleib ich nicht hier und du kommst, Ja, angefangen und ich spring runter. Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, naja, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Du willst dich selbst befriedigen. Ich bin mir sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Ich finde, bei was auch immer. Bei der Selbstbefriedigung natürlich. Ich finde die eigentlich richtig süß, die Elena, Alter. Ohne Spaß. Das ist so eine... Die ist richtig sympathisch. Also einfach so eine Frau fürs Leben, würde ich einfach sagen, oder? Also so viele, so welche findet man, glaube ich, nicht alle Tage. Das wird locker jetzt einstürzen oder so, ne? Oha. Ja, habe ich's gewusst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. X! X! Oh. Ah, da ist er. Ich habe gedacht, sie ist schon gestorben. Warum leuchtet die ganze Zeit X unten links auf? 100%. Habe ich doch gesagt. Ich wusste es. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Wir müssen ja nicht töten. Wir können einfach hier durchlaufen. Da. Wow. Siehst du? Ah! Boah, hat er das geschafft? Ich habe gedacht, wir fallen runter. Komm, 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 mach das Tor auf. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt, Freunde. Jetzt heißt es wieder Action-Dramatik pur. Oha. Ich will gar nicht... Kapitel 11, gefangen. Wer ist das denn? Der gehört nicht zu Eddie. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind mehrere unterwegs. Alle suchen sie den Schatz. Ach du Scheiße. Hier wird es richtig schwer werden. Guck dich das mal hier an, Alter. Wie so ein Tempel, ey. Ja. Das wird nicht einfach werden. Oh mein Gott. MK4, neue Waffe, Freunde. Die hatten wir bisher noch nicht gehabt. Boah, was ist das denn für eine Waffe, Alter? Die geht da richtig ab. Boah, die geht übertrieben ab. Warm, die geht richtig ab. Oh shit, das wird richtig schwer werden hier, Freunde. Ohne Witz. Ich weiß noch, Uncharted, da gab es ein paar Level, wo ich richtig dran verzweifelt bin. Sogar auf Schwierigkeitsstufe normal. Oh shit. Oh fuck, Alter. Das wird überhaupt nicht einfach werden, ich sag's euch. Na toll. Alter, das ist schwierig ohne Ende. Komm, zieh durch, Nate. Jetzt haben wir eine gute Waffe wieder gefunden. Die hat leider nur 5 Schuss. Alter, irgendeiner ballert da an einem MG, hört ihr das?
Da oben, seht ihr den? Oh, fuck. Ich hab ihn getroffen, perfekt. Komm, Leben, lad dich auf, lad dich auf. Also hol ich mir den um die Ecke. Bam. Einen Schuss haben wir nur noch. Okay, ist das der letzte da hinten? Warte, den hole ich mir. Komm, die Waffe ist so geil, Alter. Ein Schuss und der Gegner ist sofort tot. Komm, komm. Komm her, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ah, der will sich nicht zeigen. Dann hole ich mir erstmal den. Bam. In deine Brust rein. Jetzt haben wir noch die schöne... Da sind noch welche. Ah, die Waffe ist echt verdammt scheiße. Eine Schrotflinte ist halt, wie gesagt, nur für nahe Distanzen gut. Aber wir haben ihn trotzdem tot bekommen. Optimal. Das haben wir wieder eine Uzi. Granaten, Munition. Perfekt. Oh, ein neues Spielzeug. So. Ich hoffe, die... Ah, da kommen welche wieder. Perfekt. Jetzt können wir uns ans MG stellen. Wo? Wo? Wo war da gerade einer? Wo kamen die Schüsse her? Ich bin blind. Ich schwöre es euch, ich bin blind. Ich schwöre auf alles. Da! Hier! Du Pisser. Ah, da kommen die hinten wieder. Was ist denn mit... Was ist mit der Waffe los? Warum bist du so nach oben gerichtet? Hä? Okay, wir... Nee. Wir haben den ersten... Was ist das für ein scheiß Bug? Die Waffe ist kaputt. Ey, Freunde, guck mal, was das für ein Fehler ist. Ah, jetzt geht's. Guck mal. Gerade habt ihr das gesehen? Ich habe mich selbst quasi abgeballert gerade, Alter. Richtig behindert, was das gerade da war. Egal, ich bumse jetzt einfach alle weg. Komm her. Komm, komm, komm. Da war aber noch einer. Der ist nämlich da hinten links. Zack. So. Sieh hier noch irgendwo ein? Das dürfte es gewesen sein. Okay, wir können weiter. Junge, Junge, Alter, Uncharted, Action pur, Action ohne Ende. Ich liebe einfach diese Spiele. Mega geil. So, komm. Das müssen wir, glaube ich, wieder durchziehen. Weil die Tore, die bleiben meistens nicht lange offen. Komm, komm, lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Ja, geschafft. Guck, das ist direkt danach zugegangen, wie ich es gesagt habe. Ah, jetzt ist hier das Boot. Jetzt können wir hier schön die Elle da abholen. Perfekt. Schafft das alles an Bord. Oha. Ach. Hey! Los, mach schon. Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Kranderndock nicht. Achtung, Achtung und... Jetzt. Hä? Sully? Beeilt euch. Ich weiß nicht, Nate. Sully lebt? Vertraust du ihm wirklich? Der wurde abgeknallt. Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Ach, scheiße, Mann. Nein. Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind Sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay. Es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. So, jetzt müssen wir weiter hier. Aber krass, dass sie einfach abgehauen sind. Boah, guckt euch mal diese Aussicht an. Ich will mal gerne wissen. Ah, man kann da leider nicht runterspringen. Boah, sieht aber echt krass aus, oder? Also eine traumhafte Aussicht. Ich liebe diese Aussicht. Boah, der Wasserfall, Alter. Hier würde ich mal gerne in echt sein. Das sieht echt unnormal krass geil aus. Er ist hier drin. Oha. Boah, eine Bombe und der liegt, Alter. Der hat den ja richtig ausgenockt. Ich glaube, jetzt sind hier überall noch Gegner. Wir müssen uns langsam vorschleichen. Er ist da drüben. Oha. Oh mein Gott, das ist der eine mit der krassen Waffe. Das ist der Architekt mit der krassen Waffe. So, müssen. Warte. Jetzt haben wir. Wofür haben wir diese krasse Waffe? Damit wir die auch mal benutzen können. Oh. Scheiße. Ja, geil. Lad 100. Bam, Junge. Das könnte helfen. Okay, da ist eine Seilbrücke, eine Hängebrücke. Da drüben wird es, denke ich, nicht weitergehen. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier lang. So. Oh, wir haben jetzt aber nur die Uzi am Start, Alter. Jetzt wird die Brücke locker abgeknallt.
Irgendwas noch in meinem Kopf. Irgendwas passiert jetzt? Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Oh. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Ja. Boah! Junge! Elena, das reicht nicht! Die andere Hand! Oh mein Gott. Du musst sie loslassen! Du musst die Kamera... Verdammt! Die arme... Ach du Scheiße. Die schöne Kamera. Jetzt sind alle Aufnahmen futsch. Jetzt ist kein Beweismaterial weg. Ich glaube, ich wäre mit der Kamera runtergesprungen. Scheiße. Nein, die Kamera, ey. Okay. Oh, Mist. Schon okay. Komm schon. Warum hat die sich auch nicht die Kamera nicht um den Hals gewickelt oder so? Richtig dumm. Eieieiei. Das war überhaupt nicht gut, ey. Die schöne Kamera, Freunde. Alle Aufnahmen. Alles weg. Okay. Ah. Ey, wie dumm bin ich denn? Nee. Ah, wir waren da drüben. Ich hab grad gedacht, ich hab grad hier unnötigen Weg gemacht, Alter. Es ist ja nicht wie bei Until Dawn, dass man hier die Story verändern kann, wenn man andere Wege geht. Wow. Was ist man denn hier? Wir sind wieder im Wald. Boah, jetzt diese Aussicht hier. Pornorös, Alter. Ja. Das war genau der richtige Weg, oder? Scheiße, Alter. Bin ich blöd. Ja, wir hätten in die andere Richtung gemusst. Okay, werden wir einfach mal die andere Richtung gehen, ne? So, zieh durch, Nathan Drake. Entweder wir können hier lang, aber das sieht nicht so aus. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier lang. Und statt diesen Weg jetzt hier nach rechts zu gehen, müssen wir einfach hier lang. Jetzt kommen hier locker Gegner. Ich hab's im Urin. Ach du Scheiße, Alter. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Oha. Warum? Ey, ich wollte ihn, ohne entdeckt zu werden, ausschalten. Boah, das war ein geiler Headshot, oder, Freunde? Ich hätte ihm eigentlich gar keinen Headshot geben müssen, weil das ist diese geile Waffe hier, die einfach, ohne Witz, die ballert einen mit einem Schuss direkt weg. Will ich aber auch auf jeden Fall behalten. So, so passt das. Boah. Guck mal jetzt, wie geil die Waffe ist. Einfach ein Schuss, der ist tot. Bam, tot. Mach da einfach einen dreifachen Triple Elastico Salto. Hier. Nein. Ich schieße ihn einfach an den Arm und er ist tot. Das ist das Lustige. Ey, da ballert jemand. Wo? Bam, 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 Junge. Brachial-Kombo. Wenn man einen mit dem Brachial-Kombo umbringt, kriegt man das doppelte an Munition. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist einfach so. Fluss aufwärts, Freunde. Kapitel Nummer 12. So. Komm, wir müssen flussaufwärts. Aufwärts heißt aber eigentlich nicht in die Richtung, sondern da lang. Aufwärts ist für mich da lang, ohne Spaß. Dann müssen wir auch, glaube ich, aufwärts. Oh Gott, ich hoffe nicht jetzt wieder... Ja, man kann nicht gleichzeitig... Oh jo, die ganzen Papageien kommen mir entgegen. Geil, Alter, flussaufwärts. Immer das Beste, ne? Flussaufwärts. Ich will am liebsten mit der Strömung fahren und nicht so gegen der Strömung. Ach du Scheiße. Oh, oh, wow. Okay. Ey, die Ellen hat immer diese krasse Waffe dabei. Ohne Witz, diese richtig krasse Waffe. Oha, die Dinger kommen auch noch entgegen. Ach du Scheiße, müssen wir echt verdammt aufpassen, dass wir nicht gegen... Oha. Oha. Wir haben jetzt nur so eine komische Waffe am Start hier. Eieiei. Komm, geht kaputt. Und jetzt fahr hoch. Alter. Hier geht's wieder richtig ab. Komm, komm. Scheiße, da ist eine Kiste links. Alter, das macht aber irgendwie richtig Bock. Oh, wow, wow, wow. Kiste. Zieh durch, zieh durch. Ja, wo ist die andere Kiste hin? Ah, ja, ja, wir sind am Arsch. Wow. Wir müssen ja gar nicht alle abfallen. Wir müssen einfach versuchen, da so slalommäßig rumzufahren. Oder guck mal, jetzt einfach hier lang die Lücke. Hier vorbei. Ganz locker, easy. Zieh durch, zieh durch. Jetzt kommt einer um die Ecke. Ich rieche es. Nee, doch nicht. Oh, fuck. Geil. Geil. Warte mal, warte mal. Wie soll man... Sag mir einfach, wie man das schaffen soll. Einfach hier durchfahren, das ist nicht. Das ist echt nicht. Nee. Das ist schwierig, Alter. Das ist auf keinen Fall einfach, Freunde. Okay, hier muss man jetzt echt besonders aufpassen. Ich weiß nicht, wie man das genau machen soll. Ob man die von Weitem alle abballern soll? Ey. Warum?
Aber die hat eine geile Waffe, die Elena, zum Glück. Deshalb. Wir können die alle ohne Probleme abknallen mit dieser Waffe. Guck mal, wie easy. Einfach alle tot. Und ich, Idiot, stelle mich da gerade voll an. Man muss hier einfach nur ein bisschen überlegen, Freunde. Dann kriegt man es auch schon hin. Alter, ich dachte, die Stelle ist jetzt voll schwer. Aber war das voll einfach. Aber die Elena hat irgendwie so eine richtig geile Pistole, womit einfach ein Schuss die Gegner sofort tot sind. Oh, der wird gebumst. Die werden da oben gebumst. Und ihr beiden auch. Bam, 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 bam. Tot, beide tot. Pass auf die Kiste auf. So, weiter geht's flussaufwärts. Ich komme mir gerade vor wie so ein Indiana Jones, Alter. Das macht übertrieben Spaß, ey. Komm, zieh durch. Ja, geil. Wie soll ich denn jetzt da den Wasserfall hochfahren, ey? Schafft ihr das? Schafft ihr das? Ja, der schafft's. Ach, scheiße. Wenn da jetzt noch die Kisten runterkommen, das wäre übertrieben schwer. Aber die... Alter, der schafft's. Mit dem Jetski, Alter. Oh. Und ich sag's gerade, Alter, wenn da jetzt die Kisten runterkommen, haben wir die Arschkarte. Und da kommen tatsächlich die Kisten runter. Komm, weiter, weiter. Wow, 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 wow. Fast hat uns die eine Kiste da bekommen. Ja, Freunde, ich bin heute auf einem Geburtstag, also Freitag. Ich muss aber, ich darf nicht zu viel trinken, also nicht zu viel Rille machen. Oha. Ach du Scheiße. Ich darf nicht zu viel Rille machen, Freunde, weil ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen erkältet. Ich habe mich ein bisschen erkältet, ey. Oh mein Gott. Ja, ich fahre am besten gegen die Kiste. Es ist so schwierig, diese Böte-Boote zu lenken hier, Alter. Ach du Scheiße, der Typ ist so krass mit seiner verfickten Sniper da, ey. Auf den müssen wir richtig aufpassen, Freunde, ich sag's euch. Wo ist der? Seht ihr den? Wo ist der? Ich sehe ihn nicht, ohne Spaß. Da ist er. Komm, hol ihn dir. Ja, er ist tot, optimal. Okay, eine Gefahr weniger. Die anderen, um die können wir uns auch so kümmern. Okay, können wir uns auch so kümmern. Ich sag nur, ich sehe jetzt gerade einfach keine Kisten. Komm, komm. Ja, ich hoffe, alle sind tot, Alter. Lade dein Leben auf. Jetzt gib Gummi. Nein, da ist der Typ wieder. Nein, ja, wir sind tot. Oh mein Gott, haben wir ein Glück gehabt, dass der daneben geschossen hat. Ey, Freunde, wie schwer soll das bitte sein, wenn das auf extrem schwer gestellt ist? Das will ich gar nicht wissen, ey. Aber ey, ich finde das schon auf normal ist das teilweise schwer, wenn man die Steuerung nicht perfekt drauf hat. Habt ihr das gemerkt? Alter, Junge, Junge. Ja, sieht einfach aus, als ob wir gerade auf so Schnee fahren würden, ey. Wow, was sind wir denn jetzt hier angekommen? Wow, sieht ja richtig geil aus. Danke. Alles klar? Okay. Gehen wir rauf zum Kloster und sehen nach, was los ist. Dann würde ich sagen, Freunde, Zuflucht Kapitel Nummer 13 gibt es dann beim nächsten Mal. Heute wieder eine richtig geile, interessante, spannende Folge hier mit vielen Ballereien, mit geiler Jetski-Fahrt, Speedboat-Fahrt und natürlich mit der geilen Elena. Fall ins Wasser, kann man nicht irgendwie runterschubsen. Wow, fallen fast selber runter. Alles klar, Freunde, würde ich sagen, lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr einen Qualitätsunterschied gemerkt habt. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über 6000 Likes würde ich mich sehr freuen. Euer Öni ist raus. Morgen geht's dann weiter hier mit Until Dawn. Rein, ihr seid die Besten und ciao.